Soll ich euch mal von meinem japanischen Porno erzählen? Ja. Mit der Taschenlampe, das Ding mit der Taschenlampe, genau. Ja. Ist nur scheiße, wenn dann mitten beim Porno-Dreh da plötzlich die Batterie alle ist. Dann. Ja, was machen sie dann? Ja. Ich habe ja so eine Wix-Taschenlampe, wo so ein freilaufender Magnet drin ist, der und drumherum ist eine Spule. Und wenn du dann so ordentlich wankst, ne, dann kannst du praktisch die Taschenlampe aufladen und die reicht dann bis München. Ja, ja, das finde ich allerdings auch. Das ist der. Was hat das mit den japanischen Pornos zu tun? Wegen der Stablampen, wegen der Taschenlampen halt. Ach so, jo. Ja, Nils. Mensch, die haben doch in den japanischen Pornos immer Hotelzimmer angemietet, ohne Deko allerdings. Muss ich sagen, sehr nüchtern, sehr, sehr trocken. Trocken würde, glaube ich, der Musiker sagen. Trocken. Sehr trocken und auf jeden Fall hat man da auch so Pornos gedreht, die dann folgendermaßen abliefen. Eine von Natur aus mit Haaren gut ausgestattete Person breitete sich auf einem Bett aus. Es war sehr düster, man konnte schemenhaft Dinge erkennen. Ja, als dann der Porno so wirklich so richtig knallhart wurde, wurde wenigstens das Genital der Dame, logischerweise, dargestellt, als wäre sie praktisch, als wäre die Vagina die Sonne. Ne? Das Licht kommt aus der Vagina. Und das ist wohl eine Theorie, laut Schmidt-Jansen von 1965 im großen Katalog, Kapitel 3, Wege der Eruption, sprich Ejakulation, Metapher. Und so begab es sich dann, dass die Japanerin da also mit ihrer behaarten Muschi halt lag und die Muschi wurde beleuchtet und dann kam ein Herr dazu und dessen Penis oder auch Glied genannt, sind dann dort zu sehen gewesen. Aber mit der Taschenlampe beleuchtet, ne? Also auch wirklich sehr fokussiert. Also na, ich würde sagen, der Radius, der wäre so, 15 Zentimeter. Der Durchmesser waren 15 Zentimeter. Also es war wirklich sehr wesentlich. Also in der Kunst würden wir sagen, das ist nicht beschnitten. Nein, obwohl, man könnte natürlich auch sehr wohl beschneiden, abschneiden, schnibbeln. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich zurückkomme auf den Koitus. Ah ja, der Koitus, genau. Und der Koitus, der dauerte auch nicht sehr lang. Und ich glaube, die Japaner haben wirklich einen ziemlich kleinen Schniedel. Ganz süß, ne? Wie so ein kleiner Jungpimmel. Also Pädophile müssen sich da wohlfühlen, ganz bestimmt. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ach ja, in dem ganzen Film, in dem ganzen Porno ging das dann so zur Sache. Und selbst ich als damals testosterongeschwängelter junger Mann, der sehr leicht auch schon mal bei einer leichten Bö erregt werden kann, wenn es an der Hose vorbeistreift, auch ich weiß nicht, wo ich gerade war. Aber das ist nicht so schlimm. Mir juckt der Sack, ich muss mal kratzen und ihr könnt mich mal, ihr alten Patzen, euer Randy Andy oder auch Andreas Friedhelm Arnold.